Hallo, ich bin Luna, bin 15 Jahre alt und engagiere mich für die Rechte von Pflegekindern. Ich wachse in einer Pflegefamilie auf. Das heißt, ich habe zwei Mütter, eine Bauchmutter und eine Alltagsmutter. Ein Pflegekind zu sein, ist für mich ganz normal. Was mich aber nervt, sind die Vorurteile und Gerüchte. Zum Beispiel in der Schule. Sie sagen, dass wir nur Downphasen haben und immer Depri herumlaufen. Einige trauen uns nicht zu, dass wir Abi machen, weil wir sowieso nur so viele Probleme hätten. Oder sie gucken uns an, als würden wir nur Mist bauen. Aber das machen doch alle mal in unserem Alter. Wir haben es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber können genauso viel erreichen wie andere. Ich bin beim DRG und ich werde zum Rettungsschwimmer ausgebildet. Ich kann gut mit kleinen Kindern umgehen und in meiner Gegenwart sind sie immer sehr vertraut. Ich kann sehr gut Freundschaften knüpfen und die dann auch halten. Ich fahre sehr gerne wie ein X-Rad mit meinen Freunden, auch mal gerne allein. Ich kann halt sehr gut Klavier spielen. Ich kann Freunden gute Tipps geben, wenn sie Hilfe brauchen. Ich spiele gerne Keyboard. Also ich spiele gerne Fußball und auch im Verein und ich denke, ich spiele auch ganz gut. Ich möchte nicht, dass wir abgestempelt werden und will was dagegen tun, damit wir Pflegekinder selbstbewusster werden. Und deshalb machen wir diesen Film.